Und bei mir im Studio begrüße ich nur unseren Weltenergieexperten Daniel Wetze. Hallo Daniel. Diese Strompreisbremse, wie beurteilst du die? Im Grunde ist es ein gutes Instrument. Wir müssen uns erinnern, es gibt keine guten Instrumente in diesem Umfeld. Wir stehen am Vorabend einer der schlimmsten Wirtschaftskrise, die dieses Land je erlebt hat. Die Experten haben immer gesagt, es gibt jetzt keine gute Lösung, es gibt nur weniger schlechte Lösungen. Und es wurde viel diskutiert, es wurden tiefe Markteingriffe diskutiert. Und es ist gut, dass die Bundesregierung das nicht gemacht hat. Diese Strompreisbremse ist ein verhältnismäßig geringer Eingriff. Also die Marktstrukturen werden gelassen, wie sie sind. Es wird umverteilt und das ist das Beste, was man derzeit machen kann. Es ist nicht schön, aber das Beste, was man Aber wie geht. Schnell muss es dann kommen? Dann müsste es ja eigentlich bis Ende der Woche eigentlich eingeführt werden. Ja, es muss schnell kommen, natürlich. Wie schnell die Instrumente greifen, weiß man nicht. Aber ich denke, im Winter wird das schon eine deutliche Entlastung geben. Ja. Die Frage ist aber natürlich, wie will die Ampel das überhaupt finanzieren? Ja, also es war, Berater hatten gesagt, man sollte bei den Haushalten so 75% oder 50% des letztjährigen Verbrauchs, Stromverbrauchs, einfrieren von den Kosten her. Und alles, was drüber verbraucht wird, wird dann mit den Marktpreisen, mit den sehr hohen Marktpreisen belastet. Das würde immer noch einen Sparanreiz bedeuten. Finanziert werden soll das, indem man Übergewinne oder sogenannte Zufallsgewinne bei den Energien abschöpft, die gerade sehr hohe Gewinne machen. Das sind vor allen Dingen Wind- und Solarbetreiber. Und die machen gerade enorme Gewinne. Und da könnte man durchaus Steuern erlassen, die bis hohe zweistellige Milliardenbeträge sein könnten. Und da kann sich der Staat bedienen, natürlich. Das betrifft auch Kohlebetreiber tatsächlich. Ja. Das heißt, wir sprechen hier in gewisser Weise von einem Basispreis? Ja, es wird einen Basispreis geben. Wie gesagt, es ist nicht ganz klar, wie viel sich die Bundesregierung wird leisten können, wie viel der Bundeshaushalt hergibt. Also man kann sich darauf einstellen, dass vielleicht die Hälfte oder zwei Drittel des bisherigen Strombezugs, den man hatte, dann subventioniert wird. Da muss man halt sparen. Der Rest kann dann aber sehr teuer werden. Das heißt jetzt, wir setzen auch wieder mehr auf Kohle. Eigentlich sollten wir den Ausstieg hinkriegen und die Ampel hat ja angekündigt, man will es bereits 2030 schaffen, nicht erst 2038, wie vereinbart. Das bedeutet doch, dass noch weitere Kohlekraftwerke hochgefahren werden müssen. Ja, müssen unbedingt. Genau, da hat die Bundesregierung einiges liegen lassen. Noch im April wurde ein Kohlekraftwerk abgeschaltet, hätte man nicht machen müssen. Auch jetzt sind erst sehr wenige Kohlekraftwerke wieder am Netz. Da muss dringend sehr viel passieren und auch die bevorstehende Abschaltung von Braunkohlekraftwerken jetzt zum Jahresende, da muss man endlich mal Klarheit schaffen und sagen, die müssen weiterlaufen, weil jedes Gigawatt zusätzlicher Stromleistung reduziert die Rechnung der Deutschen um Milliarden. Brauchen wir die drei Atomkraftwerke, die noch am Netz sind, brauchen wir da wirklich diesen Streckbetrieb? Ich glaube, wir brauchen viel mehr als den Streckbetrieb. Ich glaube, wir brauchen mindestens über 2, 3 bis 5 Jahre jede Gigawattstunde, die wir kriegen können, auch die der Atomkraftwerke. Weil alle Experten sagen eigentlich, es geht nicht nur um diesen Winter. Mindestens der nächste Winter wird genauso hart. Möglicherweise müssen wir 3, 4 Jahre wirklich überbrücken und brauchen alles, was wir haben. Daniel, bei all dem, was du uns jetzt erklärt hast, Gas hat bisher keine Rolle gespielt, aber Deutschland ist ja weiterhin abhängig vom Gas. Und wenn wir heute wieder gehört haben, um über 30% der Preis gestiegen. Also kann durch all diese Maßnahmen tatsächlich der Gasverbrauch in Deutschland gesenkt werden oder machen wir uns da was vor? Naja, die Bundesregierung hat ja erstmal nur den Stromverbrauch jetzt adressiert und auf der Gasseite ist wenig passiert. Das liegt aber auch daran, weil wir da über viel größere Summen nochmal sprechen. Also da richtig eine Gaspreisbremse einzuführen, die richtig spürbar ist, würde den Bundeshaushalt vermutlich wirklich überlasten. Also da viel zu sparen, auch für den Privathaushalt, da führt kein Weg drum herum. Da auf viel Bundeszuschüsse zu hoffen, das glaube ich, das wäre übertriebener Optimismus. Unser Weltenergieexperte Daniel Wetzel, danke für diese Erklärungen und Einordnungen. Gerne.